Adrian Granat, grüße dich. Grüße dich auch. Du warst in Russland und hast Sparring gemacht mit Alexander Povetkin. Genau, ich bin von 2 Wochen zurückgekommen nach Hamburg. Ich war in Russland 3,5 Wochen mit Povetkin. Das war ein gutes Trainingslager, eine gute Erfahrung für mich. Schön. Aber Povetkin war nicht besonders. Wirklich? Er war gut, er war erfahren, aber ja, ein bisschen zu klein. Und seine Schlagstärke ist doch beeindruckend, oder? Ja, er kann doch schlagen, aber er kann doch gute Schlagen. Ja. Aber ja, war okay, war eine gute Erfahrung. Also du würdest dich auch zutrauen, irgendwann auch gegen ihn im Ring zu stehen? Nein, ich habe keine Angst vor niemandem. Das ist schön zu hören. Stimmt. Du bist ja Wikinger. Ich bin der größte Wikinger. Du bist der Granate. Schwedische Granate. Genau. Und jetzt wirst du am Samstag, 4. Juni, in Kassel boxen. Ja, das stimmt. Ich boxe gegen einen aus Bolivia, Saul Farah. Über 10 Runden dieses Mal, das erste Mal für mich. Und das ist auch gut. Glaubst du, dass du wirklich 10 Runden brauchen? Nein, ein paar Runden maximum. Hast du nur Kondition für ein paar Runden oder Nein, warum? Ich habe für 15 Runden Kondition. Das ist gut zu hören. Und der, diesen aus Bolivien, der hat ja wahnsinnig viele Kämpfe gemacht. 82 Kämpfe gemacht er dann. 52 KOs hat er auch gemacht um den Dreh. Ich weiß nicht so viel von ihm, aber ist mir ganz egal. Also du nimmst das ganz entspannt entgegen? Ja, alles. Und dann wird wieder eine K.O. Wie viele Kämpfe hast du jetzt gemacht? Ich habe 12 Kämpfe, 11 durch K.O. Eine hat... Bisschen länger gestanden? Genau. Das war ein 4-Runden-Kampf, oder wie? 6. Okay. Und ein 4. Kampf oder so hat nichts. Das. Und jetzt wird 10 Runden eingesetzt? Ja, aber dieser Kampf geht nichts, sondern geht 2, 3 Runden vielleicht. Du hast es eilig, ja? Du bist auch eilig nach oben, du bist ja auch in den Ranking bei Boxer ganz schnell hochgeschossen. Ja? Das stimmt. Ja, das will ich machen, weißt du. Ich weiß, was ich kann machen und ich will mich beweisen. Sehr schön. So. Das heißt, dass in kurzer Zukunft werden wir vielleicht einen Europameisterschaftskampf sehen. Vielleicht habe ich Glück, Ende dieses Jahr oder Anfang nächstes. Und wie schätzt du Pulev ein? Ja, Pulev ist ein guter Boxer, aber... Du bist besser? Ich glaube, ich bin besser, ja. Schön. Du wolltest ja vor einen Kampf gegen Michael Wallisch machen. Ja, ich habe ihm ein bisschen provoziert. Ein Angebot gegeben, aber ich habe nichts gehört von ihm. So. Ich glaube, aber das Angebot war wohl ganz okay. Du hast ja nicht so hohe Börse verlangt, wenn ich genau richtig erinnere. Ohne Börse habe ich gesagt, aber ich glaube, die will diesen Kampf nicht nehmen. Glaubst du, es gibt einen besonderen Grund dafür? Keine Ahnung. Ich kenne Wallisch nicht. So. Ich habe keine Ahnung, warum er nicht mitkämpfen. Ich kämpfe gerne gegen einen besseren Namen. So. Schön. Und welche andere Namen fällt dir sonst ein? David Hay hat ja jetzt die letzten 2 Male in London wieder geboxt. Ja, mit vielen Kämpfen, aber auch... ich habe gute Selbstsicherheit, aber ich bin auch ein Realist. Und David Hay ist ein paar Niveaus höher als mich. Also ich brauche ein bisschen Zeit für diese größeren Namen. David Hay zum Beispiel, die anderen da auf Top 10 und so. Okay. Aber die anderen auf Top 30, 20 kann ich jetzt Box gehen. Das ist auch nicht schlecht. Und dann hoffen wir, dass dein Manager jetzt auch plant, eine größere Name auch dazu zu kommen. Ich auch. Und aber auch dann alles mit der Ruhe machen. Dann keine Hektik dann. Genau. Okay, wünsche dir viel, viel Erfolg am Samstag. Freue mich, dich dann in den Ring zu sehen. Daher.